Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es mal wieder technisch. Wir haben spontan einfach mal wieder in Dortmund bei Herrn Pieper angehalten, weil der Herr mittlerweile so gerne V6-Motoren macht. Ja. Nein, macht er natürlich nicht. Aber da wir ja bei dem Wolf im Schafspelz, dem Golf 3 und auch bei Marius Golf 2, nochmal gerne ein bisschen Leistung nachlegen würden. Der eine von den beiden hat noch gar keine Leistung gedrückt, macht aber nichts. Sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, man könnte ja auch für diesen Motor mal ein paar geile Nockenwellen bauen. Ja. So, aktuell sind da ein paar Hydrowellen drin. Irgendwas, ich sag mal vorsichtig, von der Stange. Zwar schon das Krasseste, was es gibt. Allerdings muss ich persönlich sagen, ich habe ja, das waren ja so mit die allerersten YouTube-Videos, die wir übrigens gemacht haben. So, das waren damals so neue Nockenwellen für die Limo. Da haben wir ja schon extrem positive Erfahrungen gemacht. Das stimmt, ja. So, wir mussten ja wirklich nicht ein einziges Mal Ventilspiel nachstellen. Ach, du sprichst schon von dem mechanischen. Mhm. Okay. Mhm. Ja, das erste Video war, wie wir die mechanischen uns überlegt haben, beziehungsweise du es eingemessen hast und so weiter. Ja. Stimmt, so. Ja. Ich war immer Verfechter davon. Ich habe gesagt, bleib zu Hause mit der Kacke. Keine Lust, da ständig das zu kontrollieren und so weiter. Hat Björn aber recht gehabt. Hat tatsächlich funktioniert, obwohl viele immer sagen, mechanisch funktioniert nicht. Mhm. In dem Fall hat es funktioniert. Und da wir ja den Motor nochmal diesen Winter einmal zerlegen, weil da ja der Block mit den Viseco-Kolben reinkommt, könnte man in diesem Zuge natürlich gleich die Nockenwellen passen machen. Ja. So, nun ist es bei uns allerdings so, wir kaufen ungerne Zeugs von der Stange. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, wir machen einfach mal einen kleinen Technik-Talk zum Thema Nockenwellen, weil so kriege ich nämlich Björn motiviert, dass wir Nockenwellen bauen dafür. Und ich denke, es ist auf jeden Fall interessant. Ganz einfach nämlich aus dem Aspekt, V6-Motor, was Nockenwellen angeht, extrem schwierig, oder? Anders. Anders, komplett und schwierig. Anders. Weil es fehlt ja komplett ein Wert, den du nicht beeinflussen kannst. Das stimmt, ja. Aber es ist eigentlich so wie jeder alte Motor mit einer Nockenwelle, wo Einlass und Auslass auf einer Welle drauf ist. Genau. Und wir haben ja gesehen, wir haben ja viel experimentiert mit unserem Einmessen, Hub in OT, das könnt ihr euch alle dran erinnern. Das kann man aber bei einer Welle nicht, außer man flext sie durch und schweißt sie dann zusammen. Das geht nicht. Teil dementsprechend, zwei. Ja, dementsprechend können wir bei so einer Sache nur erhoffen, dass der Wert, den wir bestimmen mit der Spreizung, passend ist. Jetzt nochmal kurz für den Laien. VR6, zwar zwei Nockenwellen, allerdings nur eine Welle für jede Zylinderbank. Das heißt, Einlass und Auslass ist auf der gleichen Welle drauf und man kann sie nicht zueinander verdrehen. Bei meinem Audi-Motor oder allen anderen Motoren ist ja immer die Kette zwischen Einlass und Auslass. Das heißt, man kann sie verstellen. In dem Fall fester Wert. Ja. Wir haben relativ wenig diesen Bereich beim Audi immer eingestellt. Haben ihn ja eigentlich immer so gelassen, wie es war. Also nicht, wie es war, sondern da, wo wir die besten Erfahrungen gemacht haben. Ja. Das heißt, denkst du, wir könnten den passenden Wert dafür finden? Das Ganze nennt sich übrigens Spreizung. Nein, das ist doch ein bisschen anders, weil der größte Unterschied von der Limo zu dem VR6 ist, du hast einmal 5-Ventil-Technik und einmal die 2-Ventil-Technik und dann hast du bei der Limo hast du die Nockenwellenverstellung der Einlasswelle, was du beim VR6 nicht hast. Mhm. Dementsprechend kann man das nicht so von dem 1:1 übertragen, das Ganze, sondern man muss da, ehrlich gesagt, muss ich da ein bisschen heranraten, was es wird. Und ich kann auch nicht garantieren, dass der erste Wert sofort passend ist. Mhm. Aber ich habe mir ein paar Sachen ausgedruckt. Mhm. So die Erfahrungswerte, die wir bei der Limo gemacht haben, ob wir die dann übertragen können an den VR6. Okay, wir fangen erstmal ganz vorne an. Warum andere Nockenwellen? Wir wollen andere Nockenwellen reinmachen, weil auch bei dem V6 das Problem ist, dass die Hydrostöße ratzfatz auseinanderfliegen. Ja, okay. Ja. Wir haben den gerade mal so 7,7, 7,8 gedreht. Und da ist es schon so, nach einer Saison bei Marius, obwohl da schon relativ harte Federn drin waren, fallen die auseinander. Also Es gibt da wohl noch eine andere Version Hydros, die wir jetzt gerade in dem Golf drin haben. Das hat auch 5000 Kilometer bisher funktioniert. Wir haben es allerdings noch nicht zerlegt. Mal gucken, wie das so aussieht. Ne? Die sind ein bisschen leichter von einem Modell, aber das Problem der Kräfte auf der Oberfläche vom Hydrostöße, die löst du damit nicht. Das war ja das Problem beim Audi immer. Genau. So, und aus diesem Grunde würden wir jetzt quasi auf mechanische umsteigen. Das heißt, da ist kein Hydroelement mehr drin, was über Öl das Ventilspiel ausgleicht, sondern, so wie wir ein paar Videos schon gezeigt haben, das ist halt einfach starr, fest. Starr. Eingestellt mit den sogenannten Lash Caps.
Die Alten von euch können euch vielleicht daran erinnern, an die alten VW-Motoren, Vierzylinder, wo man oben die Plättchen gewechselt hat. Du auch noch? Ne? Habe ich bei mir in der Halle noch liegen, dieser Zange so mit dem Hebel. Das war sozusagen mit 14 habe ich angefangen bei meinem Vater, die 1,6er, diese Köpfe so zu machen. Das nehmen wir aber nicht, das Prinzip, weil das zu schwer ist. Wir haben das unten drunter, das Flashcamp zum Einstellen. Das macht die Sache natürlich ein bisschen aufwendiger fürs Einstellen als mit der Zange. Ne? Aber anders geht es nicht. Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen? Drehzahl später. Ui, wie viel? Ja, oh. Ja. Wenn ich jetzt sage. 90 Dreier Hupe hat das Ding. 90, ja. Was fährst du jetzt schon für der Drehzahl? 7, 8. Ach so, ich hatte gedacht schon 8,5. Nee, nee. Okay. In dem Fall ging nicht mehr, weil das ist der letzte mögliche Begrenzer in dem Steuergerät. Okay, gut. In dem Seriensteuergerät. Ja, also ich hätte erstmal so gesagt auf 8.500. Was fahren die R30 denn? Von bis. Also es gibt Leute, die fahren über 9.000. Ja. So, aber ich hätte jetzt auch aus dem Bauch heraus gesagt, 8,5 ist schon mal eine Nummer. Ja. Das sind knapp 10% mehr. Das ist, glaube ich, schon... Das kann sich sehen. Wenn er möchte, kann er auch mal 9 probieren, aber ja. Wenn du noch ein paar V6-Motoren bauen willst, dann können wir auch gerne mal 9 probieren. Ja, ist wie bei der Limo, ne, wo ich sage... Darfst nicht vergessen, halt nur die kleinen Torschrauben und so weiter. Ne? Ja, so, das ist, da gebe ich dir recht. Okay, also Punkt 1, wobei jetzt mittlerweile alles sogar gewuchtet ist und so weiter, also... okay, 8,5 drehen wir, ja. Mechanische Tassen, die dann hoffentlich auch halten. Ja, und dann... Jetzt kommen wir noch zur Auslegung der Wellen. Ja, da habe ich mir extra, ich lasse ja immer die Wellen bei CatCams fertigen. Mhm. Ich habe mir das von CatCams ausgedruckt. Wo wir auch extrem gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ja. Da haben wir eigentlich noch nie irgendwie irgendwo irgendwelche Beschädigungen oder irgendwas gehabt. Wenn ich mich so an andere Wellenhersteller so erinnere. Also die Hydros waren immer kaputt. Die Nockenwellen waren immer heile, aber die Hydros waren immer kaputt. Genau, aber das waren extra CatCams. Genau, und wo wir dann auf die CatCam-Stöße gewechselt haben, dann war alles perfekt. Genau. CatCams berechnet die Wellen, aber die nehmen immer an, dass der Abgasgegendruck höher ist als der Ladedruck. Das nehmen die einfach an. Mhm. Aber je größer die Lader werden, desto mehr hebt sich das auf. Mhm. Du bist ja danach auf einem Level, das ist 1:1. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es mit dem letzten Laderstep, war es sogar drunter. Ja, und dann muss die Einlass- und Auslassseite nicht mehr so sein, weil CatCams ist immer Einlass so, Auslass so, weil der Gedanke war immer... Vom Hub oder von der Öffnungszeit? Von der Öffnungszeit. Hub ist erstmal unwichtig, von der Öffnungszeit. Der Gedanke war, ja, wenn der Kolben Auslass öffnet, Ventil öffnet, Kolben schiebt es raus, dann schließt es und das Einlass geht auf, dann ist noch so viel Restdruck drin, weil der Krümmer hatte ja im Krümmer 4 Bar, 5 Bar Gegendruck, dann schiebt sich alles in die Einlassseite rein. Deswegen hat CatCams die Turbo-Auslasswellen immer sehr zahm gemacht. Weil wenn 4 Bar im Krümmer ist, braucht man es auch nicht größer machen von der Steuerzeit, weil es kommt nicht mehr raus. Das habe ich ja immer, bei allen Wellen habe ich gemacht, nö, mache ich nicht so. Hast du das mit dem Hersteller mal besprochen? Oder der hat mir immer gesagt, nein, das sind die Referenzwellen, das funktioniert. Und ich habe dann einfach immer gesagt, nö, ich will es aber so haben. Und so haben wir bei allen Experimenten, die wir gemacht haben, fast immer identische Ein- und Auslasswellen gehabt. Die Steuerzeit sozusagen gleich gemacht, weil die Druckverhältnisse sind ja auch bei deinen Turbos eher gleichmäßig gewesen. Und dann ist das nicht ganz wie im Sauger, aber trotzdem sind die Druckbedingungen. Ob du bei 1 Bar Atmosphärendruck oder bei 2 Bar Überdruck beides hast, ist es, die Verhältnisse danach ist ähnlich. Das heißt für den Laien nochmal, wenn wir den Druck im Krümmer im Betrieb unter Volllast messen würden, meint Björn jetzt, wenn wir 3 Bar Ladedruck haben, haben wir in dem Moment vor dem Turbolader im Krümmer auch 3 Bar. Ja, das zum Beispiel alle 1.8T-Fahrer, die den 225 PS Motor haben, oder auch da hat man einen maximalen Ladedruck von 1,2, 1,5 Bar Ladedruck. Hat man. Aber der Krümmer mit den Auslassfedern ist ausgelegt für 4,5 Bar Gegendruck im Krümmer. Da muss man sich erstmal vorstellen, wie viel Gegendruck der Motor erstmal Druck haben muss, um das rauszuschieben. Ja, und das kann man eben durch andere Lader und so weiter angleichen. Was ist der Hauptverursacher für den Gegendruck? Also warum ist der da? Eine zu kleine Turbine und Abgasgehäuse. Die wird natürlich verwendet, um das Ansprechverhalten gleich zu machen. Aber wenn man die eben dementsprechend passend macht,
dann ist es jetzt, dann hat man den Gegendruck eben nicht ganz hoch. Das heißt aber, der Gegendruck ist wirklich fast nur durch den Turbolader und nicht durch den Motor jetzt zu beeinflussen. Also wir könnten jetzt nicht sagen, andere Nockenwellen und so weiter. Der Gegendruck das, ja, definitiv okay. Nicht. Das heißt, wir legen die Nockenwellen theoretisch auf Basis darauf aus, dass es halt den und den Gegendruck hat. Genau. Okay. So. Ja, und als Beispiel, was muss man noch dazu sagen? Weil die Limo hat 5 Ventile. Das heißt, du kannst, wenn die Ventile auf sind und dazu sind, ist ja pro Zeit auf einmal viel mehr Fläche frei. Mhm. 2 Auslassventile, 3 Einlassventile. Das heißt, wenn das Ding sich 1-2 mm öffnet, die Ventile, dann hast du ja schon 3-mal den Ringspalt. Anders als beim VR6, auch wenn die Ventile größer sind. Der Ringspalt selber ist im Verhältnis kleiner. Ist kleiner, okay. So sind so gut wie immer alle 2-Ventiler Nockenwellen deutlich schärfer ausgerichtet. Da ist ja wie bei den alten 8-Ventiler 320 Grad Steuerzeit, 330 Grad Steuerzeit. In der Limo haben wir irgendwie 264 Grad Einlasszeit. Das kriegt man natürlich bei einem VR6, kann man nicht mit so wenig arbeiten, weil die Fläche ist einfach klein. Deswegen würde ich pauschal sagen, 10 Grad mehr Steuerzeit brauchen wir auf jeden Fall bei den VR6. Okay. Ja, das ist der erste. Und dann habe ich mir die von der CatCams, die empfohlene mechanische Nockenwelle angeguckt. Die hat jetzt ganz wichtig, ich gucke nie diese Steuerzeit, 295 und 284, die gucke ich nie. Ich gucke immer bei 1 mm. Erst wenn das Ventil 1 mm offen ist, wirkt es überhaupt. Weil darunter, müsst ihr vorstellen, was ist denn ein 0,3 mm Spalt herum? Da kann ja nichts durchfließen. Diese Welle hat 250 Grad Einlass, 238 Grad Auslass. Genauso wie ich gesagt habe, CatCams macht die Auslass immer kleiner. Auch der Hub ist 0,5 mm. Das würde ich nicht machen. Deswegen habe ich geguckt, was es für saugermechanische Wellen gibt bei dem. Und hatte hier einmal, das ist auch immer relativ symmetrisch, eine 246 Grad und eine 254 Grad Welle. 12 mm und 12,5 mm. Diese, jetzt müsste man entscheiden, welche nehmen wir. Nehmen wir die Welle, die ich erstmal sagen würde, ja, ganz gut, oder nehmen wir die, oh, die ist auf jeden Fall. Das ist eine krasse Welle. Die Entscheidung heißt jetzt gefallen, ihr seht es, ne? Okay, ich schiebe das weg, wir nehmen die 200. Die 301 Grad Öffnungszeit, explizit bei 1 mm 254 Grad und 12,5 mm Hub. Also 12,5 ist schon kernig, das ist auf jeden Fall deutlich mehr als ich jetzt gerade. Ja, okay. Aber jetzt gerade sind, glaube ich, 12,0 auch. Ja, da muss man dann beim VR6, ich weiß es nur, ich mache es niemals, werde ich das machen. Man muss die Ventilführung tiefer setzen, man muss an der Ventilschaftdichtung drauf. Das ist schon tiefer gesetzt. Ja, super, dann kannst du sofort reinmachen. Und eventuell muss er, das kannst du auch selber machen, das freifräsen, weil ich weiß nicht, ob eine 12,5er Welle reinpasst. Bei deiner Limo mussten wir fräsen, weil da war der Wert zu groß. Dass man da den Grundkreis kleiner macht, um sich das zu sparen? Das ist eine Idee. Komplett die kann man machen. Aber bedenke dann, warte, machen wir gleich mal, können wir gerne überlegen. Jetzt haben wir hier, die sogenannte Spreizung. Die gibt dir an, wie die beiden Nockenwellen zueinander stehen. Das ist das, was wir am Anfang gerade besprochen haben. Bei deiner Limo haben wir zum Beispiel dort auf 120 Grad gemacht. Das ergab dann Hub in OT. 1,3 mm, 1,2, weil die Kontrolle machen wir immer mit Hub in OT. Das heißt, eigentlich sind in dem Fall diese 120 Grad Spreizung zwar rechnerisch vorgegeben. Ist dieser Winkel. Genau, praktisch stellst du es aber durch Hub und OT ein und kontrollierst die 120 Grad gar nicht. Kannst gerne mal näher rankommen. Hier ist zum Beispiel deine Welle. Das ist dieser Punkt hier, wo gerade OT ist. Das ist hier Top Dead C, Centerline, das ist genau hier dieser Punkt, wo Auslasswelle schließt und Einlasswelle öffnet. Das ist dieser Punkt. Und der war 1,3 Einlass, 1,25 Auslass. Als Beispiel, die Turbowelle von CatCams hat es ähnlich, 1,8 und 1,8 Grad. Ist zwar schon mehr, aber ist ja klar, es ist ein 8-Ventiler. Du brauchst ja definitiv mehr Zeit, du musst das Ventil stärker öffnen, damit du überhaupt den gleichen Querschnitt bekommst als bei einem 5-Ventiler.
Also haben wir 1,8 Grad. Bei der Welle, die ich rausgesucht habe, haben wir 3,65 Grad. Mhm. Wäre es jetzt eine Limo, dann hätten wir gesagt, jo, bestellen wir uns ein. Geht aber nicht, weil wir kriegen ja diese Spreizung nicht getrennt. Das heißt, wenn wir jetzt den Wert größer machen, wird automatisch der andere Wert kleiner. Genau. Weil du die Wellen nicht zueinander verstellen kannst. Genau. Das macht es halt komplizierter. Ja. Und okay, deswegen würde ich jetzt sagen, guck mal, wenn wir diese Welle nehmen und sagen zu CAD-CAMs, genauso habe ich es auch mit deinen gemacht. Ich habe Saugerwellen rausgesucht und habe die Spreizung bestimmt. Mhm. Und sagen, wir machen die Spreizung auf 120 Grad, mhm, dann erzeugen die mir eine Kurve, dann sehen wir, wie viel Hub in OT ist. Mhm. Manchmal sage ich, ach, mach noch ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen weniger. Aber mit den 120 Grad hatten wir sehr, sehr gute Erfahrung gehabt bei dem mechanischen RS4, bei dem hydraulischen RS4, deswegen und bei der CAD-CAMs-Welle sogar auch 120 Grad ist die Einlasswelle, mhm, bei den Turbo-Versionen. Ja. Ja, also wir machen dieses Profil. Das Profil ist vom Hersteller berechnet. Das kann man mal eben nicht ändern. Das ist diese Ventilerhebungskurve. Diese Kurve, die kann man nicht ändern. Da kann man nicht einfach hier oben was abmachen oder größer dran machen. Dann würde das Ventil eine unsymmetrische Bewegung bekommen. Dann würde es kaputt gehen. Ja, weil es dann auf einmal in bestimmten Bereichen zu viel Beschleunigung oder zu viel Abbremsung bekommt. Mhm. Ja, wir nehmen diese, ich würde jetzt diese Kontur nehmen. Die Spreizung auf 120 Grad setzen. Einlass, Auslass gleich. Dann gucken wir mal, wie viel Hub in OT bei rumkommt. Ich vermute, da haben wir 1,8, 1,9 mm. Würde ich mit anfangen mit dem Wert. Haben das dann aber auf beiden Wellen? Auf beiden Wellen. Auf beiden Nocken? Ja, genau. Okay, weil am Anfang heißt, wir können es ja dann nicht beeinflussen. Wir können die Wellen dann zwar verdrehen, dass wir dann 1,5 und 2,0 haben. Ja. Aber man wird nicht... Das geht nicht mehr. Okay. Das ist den Wert, den, aber da würde ich mit 120 Grad anfangen. Was passiert theoretisch, wenn wir den falschen Hub in OT haben? Läuft es nicht so genau, wie es so sein soll. Dann hat man dann doch, diese Druckverhältnisse sind ja oben doch höher als bei der normalen atmosphärischen Verbrennung. Das heißt, als Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel zu viel Einlasshub im OT haben. Kurz überlegen. Dann könnte es sein, dass der Druck im Krümmer noch nicht abgebaut ist, mhm, und der Krümmer bzw. der Abgasdruck im Brennraum in die Einlassseite reindrückt und mhm, dann erst wieder zurück. Dadurch erhitzt man das Einlassrohr, auch wenn es nur so ein bisschen ist, und dann geht ein bisschen Effizienz verloren. Mhm. Andersrum genau das Gleiche, wenn man es andersrum macht. Dementsprechend auch weniger Restsauerstoff im Zylinder. Genau, ja. Mhm. Und wenn man es andersrum macht, dann hat man eben, dass die Welle zu spät öffnet und eigentlich der Druck schon abgebaut ist oben von der Verbrennung, aber es kommt nichts nach. Und man hat dann sozusagen Todzeit, die man ja nicht möchte, weil jede Winkelsteuerzeit vom Kolben muss man ausnutzen. Und kann es auch passieren, dass es quasi durch den Ladedruck durchpfeift? Das ist sogar eine gewünschte Sache. Das ist eine leicht gewünschte Sache, weil du damit den Brennraum kühlst. Weil ganz viele, ich sag jetzt mal Spezialisten im Turboladerbereich, ja, sagen ja, oh ja, zu viel Überschneidung ist Mord für so einen Motor. Beim Turbomotor, das pfeift einfach durch und fertig. Hm. Ja, schon. Deswegen 3,8 Grad von der Welle, 3,6 mm ist natürlich viel. Da pfeift so viel durch, dass es unnütz. Aber trotzdem haben wir bei der Limo den Effekt gehabt, dass diese Überschneidung, gerade wenn die Nockenwelle auf Frühstellung geht, mhm, ne, hast du ja Einlass, ist ja dann auf einmal Hub in OT 5 mm, ja, ja, dass du den Brennraum durchspülst und dementsprechend kühlst. Mhm. Das ist zwar verloren gegangen, im Endeffekt, du benutzt Luftmasse, die du nicht zur Verbrennung nutzt, aber du kühlst den Brennraum, um dann effizienter dann was zu kommen. Mhm. Ja, ein bisschen ist es. Aber da kann man übrigens ganz gut mal die Überschneidung gerade dran erklären. Du sagtest gerade, wenn die, ja, Einlasswelle in die Frühstellung geht, heißt das, die Auslasswelle läuft immer noch an der gleichen Position. Das heißt, ja, die hat immer noch, ich sage jetzt mal, 1 mm Hub im OT. Normalerweise hätte die Einlasswelle auch 1 mm. Durch die Frühstellung hat die aber auf einmal 5 mm. Ja. Das heißt, im OT steht die Einlasswelle schon 5 mm offen. Hat ja einen Grund, warum der Hersteller das macht, weil das Ansprechverhalten einfach so viel besser wird. Ja. Und das liegt wirklich daran, dass dann die Gase direkt in den Krümmer gedrückt werden. Auch. Und dazu natürlich, der Einlassschluss ist früher.
Mhm. Wenn du dir vorstellst, die Gase, die rein und raus gehen, ist eine, ich erkläre das immer, musst du ganz kleine Einzelmenschen vorstellen, die laufen, Menschen, die laufen, 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 laufen und dann das Ventil ist wie die Tür. Und wenn dann das Ventil auf einmal zu ist, dann rennen die, prallen davor und hinten kommt die und die drücken sich alle zusammen und sind eng zusammen. Jetzt hast du aber, wenn du den Kolben hast, der runter und hoch fährt und beim runter saugst du an. Mhm. Jetzt sind die alle drin. Dann schließt du es und dann kannst du verdichten. Und dann hast du den kompletten Volumen hast du mit Gase gefüllt. Wenn du aber den Motor schneller drehst, dann schafft es durch den Kanal nicht so schnell. Das heißt, die haben noch Schwung. Obwohl der Kolben schon hoch geht, rennen die von oben noch hinterher und wollen sich noch reindrücken. Und du musst genau den richtigen Punkt finden, wo die gerade sich zusammengedrückt haben. Ja. Der Kolben, die aber eigentlich schon wieder rausdrücken möchte. Aber bevor die wieder rausgedrückt sind, schnell das Ventil zu machen. Mhm. Und bei der Frühstellung hast du genau das Gleiche. Du machst die Einlassventile, schließt du schneller, weil bei den niedrigen Drehzahlen hatten die genug Zeit, den zu füllen. Raum zu füllen. Da wiederum bei hohen Drehzahlen brauchst du die Steuerzeit, weil du Ansaugung, aber immer noch Ansaugung beim Hochgehen, weil haben es noch nicht geschafft, alle reinzubringen. Da ist so viel kinetische Energie in den Gasen drin. Weil halt einfach, ich sag jetzt mal, bei 4000 Umdrehungen gegenüber 8000 Umdrehungen einmal Kolben hoch und runter doppelt so viel Zeit hat. Genau. Ja. So. Und so halt einfach da auch bei gleicher Einlasszeit die Zeit länger ist. Bei einem Saugermotor wäre das dann noch mit den verschiedenen Krümmerlängen und mit den Ansauglängen. Mhm. Weil dann hat man diese die Schallgeschwindigkeit, Resonanzen, kann man dann noch mit nutzen. Haben wir beim Turbo nicht. Zweitakter. Ja, zum Beispiel. Ja. Haben wir beim Turbo nicht. Ja, so, okay. So ist das jetzt die Bestimmung. Jetzt eine krasse Welle. Ein letzter Punkt. Ja. Ventilspiel. Ja, ist ja genau, auch mal so. Wollte ich gerade sagen. Okay. CAT-CAMS macht bei den 0,25 Ein- und Auslass. Mhm. Hatte auch bei den 30V, bei deinem V6. Mhm. Habe ich gesagt, Auslass ist immer problematisch. Man nimmt diese Inconel-Ventile, die ja sehr heiß werden. Wenn die sich stärker ausdehnen. Dieses Ventilspiel ist ja dafür da, um die Wärmeausdehnung auszugleichen. Mhm. Wenn wir dieses Ventilspiel hier vergrößern, haben wir mehr Reserve. Mhm. Natürlich, wenn man dieses Ventilspiel auf 0,4 mm vergrößert, ist der effektive Hub geringer. Mhm. Aber man hat mehr Sicherheit. Deswegen würde ich dir in dem Fall genauso empfehlen, wir machen die Einlasswelle auf 0,25 Spiel und die Auslasswelle erhöhen wir auf 0,4 mm. Okay, Spiel. Das heißt, ab dem Moment, wo das Ventilspiel überwunden ist vom Nockenhub her, bleibt der Nocken komplett gleich. Und man nimmt quasi nur darunter die Anlauframpe. Die Anlauflampe, man sieht es wieder hier, wenn du mal wieder näher kommen möchtest. Das ist dieser Strich. Mhm. Das ist eher ein gerader Strich. Das ist die Anlauframpe. Das ist der in dem Bereich. Sollte die Nockenwelle den Stößel berühren. Mhm. Und erst ab dann fängt es an, die Beschleunigung zu machen. Mhm. Weil wenn hier berührt, so ein bisschen weiter höher, ich habe gerade nichts zu zeigen hier, also wenn man irgendwie hier berühren würde, dann würde es so einen Krach machen, weil dann immer dang, dang, dang darauf ist. Das ist die sogenannte Anlauframpe. Die vergrößern wir jetzt auf 0,45 mm, so schon hat man mehr Spielraum wegen der Wärmeausdehnung vom Auslassventil. Jetzt letzter Punkt, wir waren beim Grundkreis verkleinern. Ja, genau, das wäre eine Möglichkeit. Ich kann dir das aber nicht sagen, was für ein Grundkreis, aber es ist grundsätzlich möglich, wenn, ich mach das mal hier, glaube ich, hier habe ich hier eine Nockenwelle, eine 1/8T mechanische Welle. Der Grundkreis ist dieser Durchmesser. Dieser Durchmesser, der ist von hier bis hier kreisrund, der gleiche Durchmesser. Dann kommt hier die Anlauframpe, dieses kleine Stückchen, und dann ist hier die Erhebungskurve. Mhm. Ja, wenn man diesen hier verkleinert, dann hat man, und dieser Punkt, diesen Punkt lässt man an der gleichen Stelle, dann hat man mehr Hub, obwohl die Welle nicht mehr Durchmesser hat. Mhm. Heißt, wenn er im Kopf sich hier dreht, braucht man nicht mehr Platz im Kopf, sondern man verkleinert nur den Grundkreis, um dadurch mehr Hub zu machen. Das würde gehen. Mhm. Bei einem Hydro hat man immer das Problem, dass man dann natürlich auch das berechnen muss,
das Hydroelement, dass das noch ausgleicht. Mhm. Bei unserem mechanischen können wir einfach diese Stöße, habe ich ja zwischen 1 und 3 mm. Mhm. So kann man, wenn man den Grundkreis um 2 mm verkleinert, müssten wir nur 1 mm dickere Lashcaps nehmen. Das wäre eine Möglichkeit, ein bisschen besser in den Kopf reinzupassen. Okay, so, das war mal Technik pur. Mir raucht der Kopf, um da so einigermaßen zu folgen. Was würdest du sagen? Das heißt, VR6 auch durch zwei Ventile in einem Motor, der unbedingt krasse Nocken mehr braucht. Also wo man relativ schnell mit Serienwellen an die Grenze kommt. Ja, das will ich ganz klar sagen. Was denkst du, wie viel Potenzial in so Nockenwellen steckt? Das ist ja eine Frage. So, nur so angenommen, wir sagen jetzt mal, viele VR6 sagen ja immer Serienwellen 500 PS. Das sagen viele immer so. Klar. Aber da wird dann auch nicht mit Rädern experimentiert und so weiter, sondern einfach, wenn du ohne verstellbare Räder die Nockenwellen ransteckst, sagen viele beim VR6 500 PS. Ja. Wie viel Potenzial steckt da in dem Thema Nockenwellen drin? Also ich sage immer, das kann man jetzt nicht in PS-Zahl ausdrücken, sondern man braucht für die gleiche PS-Zahl weniger Ladedruck. Mhm. Weil mit dem Ladedruck pustest du ja Motor auf. Mhm. Ne? Und bei den mechanischen Wellen, bei der Limo, hattest du ja auch nicht so viel Ladedruck nachher. Mhm. Das heißt... War nur 3,2. wenn du andere Wellen gefahren hättest, Serienwellen, hättest du das gleiche mit 5 Bar fahren müssen, was aber theoretisch gar nicht möglich ist, weil es dann zusammenbricht. Potenzial. Oh, das ist schwierig. Also wenn ich jetzt sage 10-20% könnte... Wir werden es doch bald sehen, fällt mir gerade ein. Wir werden es doch bald sehen anhand von Bennys Polo. Ne, vom Umbau von den hydraulischen, die ja schon sehr relativ stark waren, zu den mechanischen. Da und ist allerdings dann auch Kopf noch komplett gemacht und so. Ne? Ja, ich sag, ja, okay. Aber die Wellen bringen trotzdem ganz, ganz viel. Ich hätte jetzt auch gedacht, wenn der Golf 3 vorher 750 PS hatte, wenn wir ihn jetzt 10% höher drehen können, plus Nockenwellen ein bisschen krasser. Natürlich alles immer unter der Voraussetzung, dass der Motor das Ganze auch kann. Und so, was noch viel wichtiger ist, wenn man einen 700 PS Turbolader hat und man baut diese anderen Wellen rein, dann wird man nicht 1 PS mehr haben, weil der Lader schafft nur Luft für 700 PS. Ja, das heißt, dann geht einfach nur Ladedruck runter und fertig. Ja, genau. Okay, ich würde trotzdem Pi mal darum sagen, hätte ich jetzt auch so rausgesagt, wenn aus 750 dann vielleicht 830, 850 werden so in den Dreh, allein durch die höhere Drehzahl. Okay, ja. Hörst du schon was, ne? komischerweise bei der Limo war es ja gar nicht richtig auf dem Prüfstand zu messen. Genau. Obwohl du sagtest, gigantisch besser zu fahren. Waren es auf dem Prüfstand 40 PS. Ja, und das war aber gefühlt nicht 40 PS. Nee, es waren gefühlt auch eher 100 PS. Ja. So, ne? Wissen wir aber allerdings bis heute nicht, zwei verschiedene Räder drauf gehabt damals, nicht, dass da irgendwie Räder durchgedreht haben auf dem Prüfstand oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. So genau so diese Schlupfgrenze war und so weiter. Ne? Ja, ich bin happy. Jetzt gibt es bald Wellen. Gibt es hier bei dir zu kaufen? Nein, bei dir. Okay. Ich sag dir nur, welche Formen. VR6 gibt es also weiterhin bei Handpieper nicht, wie ich merke. Ja. Weil ich denke mal schon, dass es da bestimmt viele gibt, die das am Ende gerne hätten. Ja. Also wenn da diesen einen Schritt, den würde ich machen. Und zwar mir wieder ein Set anschaffen für die Lashcaps. Mhm. Das heißt, wenn einer einen Kopf hat, wenn einer die Nockenwellen hat, dann kann er zu mir kommen und ich kann das Ventilspiel einstellen. Weil da ist ja bei 6 mm Ventilen habe ich jetzt alle Lashcaps. Ja, ja. Bei 7 mm habe ich nichts. Ah, das, die brauchen wir noch. Ja, natürlich, das 7 mm. Aha. Ja, kannst du natürlich das gerne selber anschaffen. Dann kannst du das, ich kann das gerne zeigen. Du wolltest doch immer selber was machen. Dann könnt ihr zum Ventilspiel zu Philipp. Das geht auch super. Okay, wir können es auch lassen. Ja. Ja. Ja, okay, nee, so viel dazu. Also Björn macht demnächst vielleicht wieder Köpfe, zumindest nur Ventilspiel. Nur Ventilspiel, ja. Genauso wie beim 1.8T oder RS4. Ventilspiel kann ich einstellen, aber Köpfe möchte ich nicht. Ja. Und dann geht es an dieser Front auf jeden Fall weiter. Demnächst erstmal mit ein bisschen Motorsteuergerät und so weiter und dann irgendwann mit Motor, Nockenwellen und so weiter. Ja. Bis zum nächsten Mal.